Guten Morgen. Willkommen bei uns im Museum. Mein Name ist Nathalie. Hallo Nathalie, ich bin Lisa. Keiner hat nach deinem Namen gefragt, Lisa. Jetzt konzentrier dich. Wir schauen uns das ganze Museum an. Ganz wichtig, bitte nichts anfassen. Warum nicht? Weil die Sachen hier sehr teuer sind. Stell nicht so blöde Fragen, Lisa. Du Schatz? Ja, was gibt's? Ich glaube, Milo will raus. Schon wieder? Ich war doch schon gestern. Er muss dreimal am Tag raus. Du wolltest einen Hund, Marie? Das ist dein Problem. Was ist das? Das ist die älteste Statue der Welt. Sie wurde von Ägyptern gebaut. Cool, wie alt ist die? Ungefähr 2000 Jahre. Also genauso alt wie die Socken von Herr Kunze. Wer hat das gesagt? Samuel, warst du das? Nein, ich war das nicht. Du lässt mich wirklich mit Milo Gassi gehen? Ja, wieso? Ich bin eine Frau. Es wird bald dunkel draußen. Na und? Du bist eine unabhängige Frau. Ich bin für Gleichberechtigung. Und was ist das? Das ist eine antike Vase aus Italien. Sie gehörte mal Leonardo da Vinci. Den kenne ich. Leonard Vincent ist mein Nachbar. Nein, Lisa, das ist jemand anderes. Warum musst du mich immer blamieren, Lisa? Ich habe eine Idee, Martin. Bringst du eine Pizza mit? Lust auf eine Wette? Ja, aber ich habe kein Geld. Es geht nicht um Geld. Warum dann? Darum, wer einen Monat mit Milo Gass geht. Was ist das hier? Ist das auch 2000 Jahre alt? Nein, das ist die Kantine. Wir machen eine kurze Pause. In 20 Minuten geht es weiter. Danke, Nathalie. Ich bin gleich wieder da. Oh Mann, was habe ich gestern nur gegessen? Du hast meine Aufmerksamkeit. Wir machen einen kleinen Wettkampf. Der Verlierer muss mit Milo gehen. Okay, ich bin dabei. Was für ein Wettkampf denn? Komm, wir gehen in den Garten. Was hast du denn vor? Hey, habt ihr Lust auf ein Spiel? Ja klar, welches? Lasst uns Verstecken spielen. Okay, ihr versteckt euch und wir suchen euch. Los geht's! Mann, war das anstrengend. Ich muss wieder zurück zu den anderen. Herr Kunze, da sind Sie ja. Ich habe Sie schon überall gesucht. Warum? Ist die Pause schon vorbei? Es geht nicht um die Pause, sondern um Sie. Ich denke das Gleiche. Was soll das denn werden? Na was wohl? Wir machen einen Dance-Off. Was soll das sein? Wer schlechter tanzt, verliert. Du hast keine Chance gegen mich. Das werden wir noch sehen. Wo versteckst du dich, Samuel? Hinter der Statue dort. Und du? Okay, dann gehe ich zur Vase von Vincent. Das sind Schritte. Wir müssen uns beeilen. Was meinen Sie damit? Sie müssen es nicht verheimlichen. Ich weiß, dass Sie mich heiß finden. Ich finde Sie auch zum Anbeißen. Wen meinen Sie? Na, was sagst du jetzt, Martin? Gibst du auf? Spinnst du? Niemals gebe ich auf. Dir werde ich es zeigen. Siehst du etwas, Markus? Nein. Bis jetzt noch nicht. Dann so schneller. Sie müssen hier irgendwo sein. Wir werden nicht verlieren. Nicht gegen Samuel und Lisa. Aber wir haben nur noch 2 Minuten. Spielen Sie nicht den Unschuldigen. Ich weiß doch, dass Sie auf mich stehen. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Also finden Sie mich hässlich? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Sie finden mich hässlich. Sie sind wirklich ein Schwein. Bist du schon müde, Marie? Nein, ich kann das die ganze Nacht machen. Ich auch. Hier kommt meine Spezialtechnik. Das soll etwas Besonderes sein? Das hier ist für dich, Martin. Hast du das gehört? Ja, das kam von der Statue. Hat die Statue gerade gepupst? Nein, aber vielleicht war es jemand anderes. Samuel, ich sehe dich. Du hast verloren. Och Mann, mein Versteck war so gut. Ich gehe einfach hinter Vincents Vase. Dort findet mich niemand. Da kommt jemand. Ich muss mich beeilen. Die Person kommt immer näher. Das müssen Sarah und Markus sein. Warum sind alle Männer so?
Ich werde nie meinen Prinzen finden. Warten Sie, Nathalie. Das war alles nicht so gemeint. Ich finde sie auch heiß. Wo hast du das gelernt? In der Tanzschule. Du gehst zur Tanzschule? Das ist gegen die Regeln. Wieso? Es gibt keine Regeln. Hallo Nachbarn. Was willst du, Flanders? Wir haben zu tun. Komm raus aus deinem Versteck, Lisa. Wir wissen, dass du hier irgendwo bist. Ich sehe sie nicht. Was ist bei dir? Ich auch nicht. Sie hat sich wirklich gut versteckt. Könnt ihr vielleicht die Musik etwas runterdrehen? Nein, können wir nicht. Wir machen gerade einen Dance-Off. Siehst du das nicht? Doch schon, aber das ist Lärmbelästigung. Sei nicht so ein Langweiler. Sag uns lieber, wer besser tanzt. Okay, dann gebt aber noch einmal alles. Martin, du zuerst. Riechst du das? Ja, ich kenne diesen Geruch. Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die so schlimm riecht. Lisas Furz. Sie ist hier irgendwo. Mach dich bereit für das Finale, Marie. Los geht's. Das habe ich in Argentinien gelernt. Ich nenne es den Martin-Tanz. Okay, jetzt du, Marie. Ich habe auch noch ein Ass im Ärmel. Mach dich auf etwas gefasst, Martin. Da bist du. Wir haben dich, Lisa. Och Mann, ich bin für noch eine Runde. Okay, die Loser fangen an. Nimm das, Martin. Wo hast du das gelernt? Es ist eindeutig. Marie hat gewonnen. So ein Mist. Ich hasse es zu verlieren. Dein Furz hat dich verraten. Ich hätte gestern keine Bohnen essen sollen. Ich kann nicht aufhören zu pupsen. Lisa, du hast die Vase kaputt gemacht. Oh nein, Vincent wird sauer sein. Du warst mir schon immer unsympathisch, Flanders. Haha, ich hab gewonnen. Viel Spaß beim Gassigehen. Könnt ihr jetzt die Musik ausmachen? Na komm, Milo, bringen wir es hinter uns. Niemals hat Marie gewonnen. Ich hab viel besser getanzt. Das wird Flanders noch bereuen. Was machen wir jetzt? Wir rennen einfach weg und tun so, als wäre nichts passiert. Glaubst du, das funktioniert? Ja, aber wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott, die antike Vase. Was habt ihr getan? Das war Lisa. Sarah, du Petze. Der ist aber süß. Wie heißt er? Das ist Milo. Ach, wie süß. Hallo Milo, das ist Biene. Wir können sie zusammen spielen lassen. Ja klar, warum nicht? Das Ding ist 1 Million Euro wert. Dafür ist es aber ganz schön zerbrechlich. Raus hier, und zwar sofort. Warum müsst ihr mich immer blamieren? Vor allem du, Lisa. Das war ohne Absicht. Hier, das ist noch für Sie. Was ist das? Die Rechnung für die Vase. Was? Sie wollen 1 Million Euro? Ansonsten wird Lisa angezeigt. Bist du zum ersten Mal hier? Ich hab dich noch nie gesehen. Ja, ist mein erstes Mal. Gassi gehen macht Spaß. Da bist du ja, Biene. Warte mal, wo ist Milo? Keine Ahnung. Schönen Abend noch. Milo! Was machen wir jetzt, Leute? Wir müssen irgendwie an 1 Million Euro kommen. Vielleicht können wir die Vase ersetzen. Wir machen eine und sagen, die ist von Vincent. Gute Idee, Samuel. Milo, bist du hier irgendwo? Hallo, Milo, kannst du mich hören? Milo, komm zurück! Wo bleibt Martin so lange? Er müsste eigentlich schon hier sein. Ich werde ihn anrufen. Hallo Marie, alles klar? Ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Warum dauert das so lange? Ach, weißt du, Milo und ich haben so viel Spaß. Wir machen eine extra große Runde. Das freut mich. Dann bis später. Puh, das war knapp. Ich muss Milo schnell finden. Glaubt ihr, das fällt auf? Nein, die Vase sieht genauso aus. Ich erkenne keinen Unterschied. Warte, Vincents Vase war dreckiger. Jetzt ist sie perfekt. Gehen wir ins Museum. Ja, gehen wir. Lisa, du hast es schon wieder getan. Irgendwo hier muss er doch sein. Milo, komm jetzt. So wird das nichts. Ich muss nachdenken. Ich hab's. Ich werde einen Köder auswerfen. Jetzt muss Milo zu mir kommen. Der Plan mit der Vase hat nicht funktioniert.
Wir brauchen einen neuen. Mein Onkel hat ein Restaurant. Und? Wir können da arbeiten, dann bekommen wir Geld. Gute Idee, Markus. Zu viert haben wir die Million schnell zusammen. Hallo, Milo. Schau mal, was ich für dich habe. Ein leckeres Stück Schinken. Ich höre Schritte. Das muss Milo sein. Lisa, Markus, ihr geht an die Kasse. Sarah und Samuel, ihr putzt die Toiletten. Warum muss ich das Klo putzen? Weil ich es so sage. Komm schon, Sarah, wir brauchen das Geld. Okay, ich mache es. Alle auf ihre Posten. Kann ich nicht einmal meine Ruhe haben? Wenn das wieder ein Klingelstreich ist, gibt's Ärger. Du bist aber nicht Milo. Du bist ein Eisbär. Ah! Ja, du kannst den Schinken haben. Aber bitte friss mich nicht. Hallo, was möchten Sie bestellen? Ich nehme meinen großen McGermen mit extra Käse, bitte. Okay, das macht 5 Euro, bitte. Okay, hier sind 20. Danke, hier ist Ihr Rückgeld. Aber das sind 50 Euro. Ja, 20 minus 5 sind doch 50. Hier ist Ihr Burger. Okay, danke. Der nächste, bitte. Ich hab noch nie eine Toilette geputzt. Ich auch nicht. So schwer kann das doch nicht sein. Denke ich auch. Man muss nur ein bisschen rumwedeln. So hier? Ja, genau, das machst du sehr gut. Natalie, was machst du denn hier? Ich konnte einfach nicht widerstehen, Herr Kunze. Ich musste Sie wiedersehen. Woher weißt du, wo ich wohne? Ach, das ist doch klar. Ich hab dich bis zu deiner Wohnung verfolgt. Sie ist vollkommen durchgeknallt. Mann, war das knapp. Der Bär hätte mich fast gefressen. Und er hat meinen Schinken gegessen. Schatz, wo bleibst du? Langsam mache ich mir Sorgen um dich. Nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin gleich wieder zu Hause. Wo genau steckst du? Ich bin noch im Park. Milo spielt mit den anderen Hunden. Okay, aber beeil dich jetzt bitte. Ja, mache ich. Bis gleich. Hallo, was möchten Sie essen? Ich nehme ein großes McGermen mit extra Pommes. Sind Sie sich sicher? Ja, warum? Naja, Sie sind ziemlich dick. Vielleicht sollten Sie etwas weniger essen. Wie lange dauert das noch? Ja, genau. Das machst du sehr gut. Ich glaube, wir sind fertig. Und was machen wir mit dem ganzen Zeug? Kann man das wieder benutzen? Nein, das ist dreckig. Wir spülen es in der Toilette runter. Ja, gute Idee. Wollen wir zusammen einen Film schauen? Ja, klar, es läuft bestimmt etwas Gutes im Kino. Nein, nicht im Kino. Wir bleiben hier. Sicher, ich würde schon gerne rausgehen. Am besten dorthin, wo noch andere Menschen sind. Nein, auf keinen Fall. Ich will dich nur für mich haben, Kunzi Bär. Komm schon raus, Milo. Irgendwo hier musst du doch sein. Ich habe keine Lust mehr auf die Spielchen. Was ist das da am Boden? Das sieht aus wie Spuren von Pfoten. Die müssen von Milo sein. Na warte, wenn ich dich bekomme, gibt es Ärger. Läuft alles gut bei euch? Ja, Chef. Seid ihr schon fertig mit den Toiletten? Ja, wir sind fertig. Wie sieht es bei dir aus, Lisa? Kommst du zurecht? Ja, aber ich habe fast kein Geld mehr. Wie kann das sein? In der Kasse waren 1000 Euro. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Klingt so, als würde es tropfen. Ganz wie du willst. Dann schauen wir den Film eben hier. Es ist wirklich schön hier, Kunzi Bär. Das hast du gut eingerichtet. Ich muss hier irgendwie raus. Das Geräusch kommt aus der Höhle. Das ist bestimmt Milo. Halt durch, Milo, ich komme. Warum ist das Wasser auf dem Boden? Hat einer von euch die Toilette verstopft? Wir haben das ganze Zeug zum Putzen runtergespült. War das nicht richtig? Ihr habt was getan? Na, welchen Film schauen wir? Auf was stehst du? Du kannst den Film auswählen. Wow, du bist wirklich ein Gentleman. Das habe ich von Anfang an gewusst. Ich muss mich auf die Toilette schleichen. Dann kann ich die Polizei rufen. Wähl du den Film doch einfach schon einmal aus. Ich bin gleich wieder da. Abgemacht, Kunzi Bär. Aber bleib nicht zu lange weg. Ich vermisse dich jetzt schon. Hallo, Milo? Bist du hier irgendwo? Du hast doch gerade gebellt. Das hat sich aber nicht angehört wie Milo. Eher wie ein... Das war wirklich ein harter Arbeitstag. Ich frag mich, wie viel Geld wir wohl bekommen. Vielleicht können wir nach einem Bonus fragen. Den gibt mein Papa immer seinen besten Mitarbeitern. Gute Idee, Sarah. Ich frag ihn gleich. Hallo, Chef.
Können wir unser Gehalt bekommen? Ich muss die Polizei rufen. Sie sind die Einzigen, die mir jetzt noch helfen können. Kommt schon, geht ran. Nein, ich hinterlasse keine Nachricht. Ich will mit einem Polizisten sprechen. Hören Sie schlecht. Sie sollen eine Nachricht hinterlassen. Ich habe keine Zeit dafür. Es ist dringend. Ach so, was ist denn passiert? Ich wurde entführt. Lieber Wolf, guter Wolf, bitte friss mich nicht. Ich habe kein Essen mehr. Das ist alles schon weg. Tut mir leid. Ah! Ihr wollt was haben? Unser Gehalt für den Tag heute. Und einen Bonus, bitte. Ich fass nochmal zusammen. Lisa, du hast 1.000 Euro zu viel rausgegeben. Wir haben heute Minus gemacht. Sorry, Mathe war noch nie meine Stärke. Sarah, Samuel, ihr habt alle Toiletten verstopft. Wir haben einen Wasserschaden von 10.000 Euro und wir müssen einen Monat lang schließen. Sorry, Brudi, war ohne Absicht. Also, wie hoch ist unser Bonus jetzt? Verschwindet aus meinem Restaurant und zwar sofort. Sie wurden entführt? Wo sind Sie? Bei mir zu Hause. Hä? Ich dachte, Sie wurden entführt. Ja, die Entführerin ist bei mir zu Hause. Haben Sie gerade Entführerin gesagt? Ja, es ist eine Frau. Sie ist vollkommen durchgedreht. Was hat sie denn getan? Sie hat mich verfolgt und sie nennt mich Kunzi Bär. Ist das wieder einer von diesen Telefonstreichen? Nein, ich meine es ernst. Ich bin in Gefahr. Ja, genau. Eine Frau hat sie entführt und nennt sie Kunzi Bär. Veräppeln kann ich mich selber. Hallo? Können Sie mich hören? Er hat einfach aufgelegt. Das wird mir langsam alles zu bunt. Du willst nicht wiederkommen, Milo? Da schön, dann bleib, wo du bist. Vielleicht kaufe ich mal dir einfach einen Hund, der so aussieht wie Milo. Sie merkt den Unterschied bestimmt nicht. Das war Milo. Bleib stehen! Uns fehlt immer noch genauso viel Geld wie vorher. Wir sind wirklich nicht gut. Wie sollen wir so schnell an so viel Geld kommen? Mein Onkel hat mal schnell viel Geld gemacht. Wie? Naja, er hat Lotto gespielt und gewonnen. Der Plan ist gut, Samuel. Mit dem richtigen Ticket bekommen wir schnell das Geld. Wo warst du so lange, Kunzibär? Ich war nur kurz auf Toilette, habe ich doch gesagt. Und warum hat das so lange gedauert? Naja, ich habe Durchfall. Warum lügst du mich an, Kunzibär? Das hätte ich von dir wirklich nicht erwartet. Ich habe nicht gelogen. Ich kann dein Handy abhören. Du kannst was? Bleib sofort stehen, Milo. Jetzt reicht es mit dem Weglaufen. Sehr gut, komm her. Ich habe nichts mehr zum Essen, weil ein Eisbär alles gegessen hat. Danach wurde ich fast von einem Wolf gefressen. Alles wegen dir. Nein, das sind keine Märchen. Das ist wirklich passiert. Oh nein, nicht schon wieder. Wie kann ich euch helfen? Wir wollen ein Lotto-Ticket kaufen. Wie alt seid ihr? Man muss mindestens 15 sein. Wir sind 15. Okay, das macht 12 Euro bitte. Wir haben aber nur 11. Dann gibt es kein Ticket für dich. Bitte, ich muss unbedingt gewinnen. Okay, du kannst das Ticket für 11 Euro haben. Danke, Sie sind der Beste. Na los, Lisa, mach das Ding auf. Das ist unsere letzte Chance. Es muss funktionieren. Und was steht drauf? Auf der Karte steht Loser. Wir haben nicht gewonnen. Ja, ich höre alles. Ich bin also vollkommen durchgeknallt. Das war alles nicht so gemeint. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Kunzibär. Mach's gut. Bitte, lauf da nicht rein, Milo. Ich will keinen Ärger bekommen. Lass uns einfach nach Hause gehen, okay? Irgendwelche letzten Worte, Kunzibär? Sag den Schülern, dass wir den Test am Donnerstag trotzdem schreiben. Nimm den Hund da weg. Ich hasse Hunde. Attacke, Milo. Aua, mach, dass er aufhört. Nur wenn du aus der Stadt verschwindest und Lisas Schulden erlässt. Okay, ich haue morgen ab. Was ist denn hier los? Frage an euch. Wie viel Geld war in der Kasse? A. 500 Euro, B. 1.000 Euro oder C. 1.500 Euro? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, Leute. Bis zum nächsten Mal.